Herr Dobrindt, zwei Fragen. Wie müsste das Wort heißen, das Sie akzeptieren würden, ohne dass es mit O anfängt? Also erstens, wir wollen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Klar. Aber die Prüfung dieser Fachkräfte... Sie sagen nicht Einwanderungsgesetz, sondern Fachkräftezuwanderungsgesetz. Es sagt ja sehr klar, was der Inhalt an dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz ist. Dass die Fachkräfte zu uns kommen. Die Prüfung dieser Fachkräfte findet in ihren Heimatstaaten statt. Und dann wird man entscheiden können, ob sie uns nutzen, ob sie unsere Volkswirtschaft brauchen kann und ob wir sie für den wirtschaftlichen Erfolg bei uns auch aufnehmen können. Aber Herr das wollen wir, nein, das können wir machen. Zweitens. Wir haben ja noch lange Zeit, in Sondierungsgesprächen miteinander zu reden. Die führen wir ja nicht heute. Ich hebe mir die zweitens, Frage gleich auf. Ja, gerne. Zweitens, die Obergrenze. Wir haben uns so lange auseinandergesetzt jetzt in den letzten Monaten. Wir schaffen es auch mal, nett zueinander sein. Ja. Die Obergrenze ist nicht. Ist das schon der Versuch? Nee, die Obergrenze ist nicht. Kein Symbol? Nein, ist nicht einfach eine Scheindiskussion, wie Herr Schäuble sagt. Na, das wird dem ja überhaupt nicht gerecht. Mhm. Wenn man meint, man könnte dann mit Scheindiskussion oder ähnlichen Hinweisen so eine Debatte vermeiden, ist es grundfalsch. Sondern die Obergrenze ist deutlich komplexer als die Verengung auf dieses Wort. Mhm. So, die Obergrenze hat einen Unterbau, einen thematischen Unterbau. Über den müssen wir reden. Und der heißt Fluchtursachen bekämpfen, der heißt Grenzen sichern, der heißt Integration fördern, der heißt Abschiebungen schneller ermöglichen, der heißt natürlich auch sichere Drittstaaten ausweisen. Mhm. All das gehört zusammen. Das ist die komplexe Aufgabe, die an der Stelle mit gelöst werden muss. Und deswegen verstehe ich gar nicht, dass man sich das so leicht machen will und sagt, nö, bei der Obergrenze machen wir nicht mit, sondern man muss sich anschauen, was da an Inhalten drinsteckt, ja an die vielen gelöst Stellen werden im Land schon müssen, die gelöst werden müssen, weil wir alle politisch wissen, wir können uns ein Jahr wie 2015 und was würden Sie nicht mehr tun? Lassen. Welche Bewegung? Wir können uns ein Jahr wie 2015. Herr Lindner macht einen Vorschlag. Wenn der, ist super und dann ist Frau Göring egal. Ich bin ja noch nicht fertig. Waren ja alle möglichen Vorwürfe da im Raum und deswegen muss ich die auch. Wir haben ja nur noch Vorschläge. So, ja, erstens, das Bundesvertriebenengesetz kennt eine Obergrenze. Das Bundesvertriebenengesetz kennt eine Obergrenze von 100.000. Die hat der Deutsche Bundestag beschlossen. Die kann auch ein Bundestag wieder ändern. Das ist möglich. An diesem Beispiel kann man sich natürlich auch orientieren. Warum denn nicht, wenn es an anderer Stelle geht? Okay, er möchte kein neues sagen, Wort? Nein, weil ich will dazu sagen, weil Frau Göring-Eckardt gesagt hat, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu benennen, das würde nichts helfen. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass bei den Balkanstaaten sehr wohl dies eine deutliche Wirkung hatte, dass wir es umgesetzt haben, die zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, hat dazu geführt, dass keine Flüchtlinge mehr aus dieser Region zu uns kommen, weil sie wissen, sie können hier nicht bleiben.